Iran, Portugal, Albanien, Türkei. Auf diesem Hamburger Fußballplatz hat fast jeder Spieler Wurzeln in einem anderen Land. Und trotzdem spielen hier Deutsche gegen Deutsche. Und wenn dann da einer wirklich sagt, irgendwie, geh dahin, wo du herkommst oder so, oder was willst du denn, du Scheiß? Ausländer oder Kanake oder was auch immer. Da höre ich auch richtig raus, dass das auch jetzt kein Spaß ist, ganz klar. Ne? Ich habe mich damit einfach abgefunden, dass man nicht immer, immer gern gesehen ist. Ne? Zwischen Willkommenskultur und Ablehnung. Deutschland ist für viele Menschen eine neue Heimat. Vier von ihnen werden wir begleiten. FC Berlin! FC Berlin! FC Berlin! Wie ist es, in Deutschland eine neue Heimat zu finden? Hakan Akoç wurde in Hamburg geboren. Seine Familie stammt aus einem Dorf westlich von Ankara in der Türkei. Von dort brachen seine Eltern in den 70er Jahren nach Norddeutschland auf. Lars hier ist der einzige Deutsche hier. Ne? Ja. Eigentlich müssen wir ja ihn heute interviewen, ne? Und fragen, wie das eigentlich ist hier, so mit der Integration und so. Ne? Er fühlt sich hier unwohl als ich, sag ich mal. Ich denke mal nicht, dass ich integriert werden muss, weil ich bin ja selber auch mit den teilweise mit denen groß geworden. Da, wo ich groß geworden bin, sind auch nur Ausländer, von daher. Also eigentliche Ausländer, gebürtige Deutsche, aber sind eigentlich Ausländer. Aber so ist das halt in Westhamburg. Hakan, du bist doch auch Deutscher. Ich bin auch Deutscher. Ja, ich habe einen deutschen Pass, ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen, klar. Ist immer schwierig, sich zu positionieren, weil ich weiß nicht, wie sich ein Deutscher jetzt anfühlt. Ich weiß auch nicht, wie sich ein Türke anfühlt. Also ich bin Deutschland, sage ich immer. Wer den deutschen Pass mal, Finger hoch. Tatsächlich. Ja. Verräter alles. Er hat deutschen Pass. Nach 5 Jahren in seinem Beruf hat es Hakan jetzt schriftlich. Brandmeister auf Lebenszeit. Feuerwehrmann im mittleren Dienst, vereidigt im Hamburger Rathaus. Hier sind wirklich fast alle Kollegen Deutsch, also richtig Deutsch, auch ohne Migrationshintergrund oder irgendwas in der Richtung. Von daher ist das schon für mich anders als im Privaten, ganz klar. Ne? In der deutschen Welt der Feuerwehr wird aus Hakan schnell mal Hakan der Türke. Laut Kollegen habe ich ein Türkenmobil, laut meinen Arbeitskollegen hier. Ein klischeehaftes Auto, würde ich sagen. Bei der Hamburger Berufsfeuerwehr arbeiten 2400 Menschen. Gerade mal 50 haben einen Migrationshintergrund. Ich würde auch noch einmal gerne hier. Ich würde auch noch einmal gerne einmal hoch. Ja, klar. Ja. Wenn kein Einsatz kommt, wird geübt. Die Männer hier verstehen sich als große Familie, als eingeschworene Gemeinschaft. Auch Kollegen können fies werden. Hier arbeiten 24 gestandene Männer, sage ich mal. Wenn alle an einen Strang ziehen, ist die Atmosphäre natürlich lockerer, als wenn da irgendeiner sich daneben benimmt oder sich nicht integriert praktisch. Dazu gehören nichts falsch machen. Hakan passt immer ganz besonders auf. Das sind nur 23 Meter. Ja, sagen wir, er hat keine Handschuhe gehabt beim Aufsteigen. Ja, normalerweise müsste jetzt normal, ne? Runter! Gemocht werden, ankommen. Wie schwer ist das in einem Land, das so sehr auf Regeln achtet wie Deutschland? Ja, ich finde das schön, wenn das ordentlich ist, so wie die Deutschen sind, ordentlich. Sagt die gebürtige Spanierin Maria Luisa Knieling. Vor 54 Jahren kam sie als eine der ersten Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Seit 1961 lebt sie in der Kleinstadt Barsinghausen, umgeben von deutschen Nachbarn, die sie freundschaftlich Marilies nennen. Hallo Marilies, ich habe gesehen, dein Schirm ist wieder kaputt. Ja, genau. Soll ich mir das mal angucken? Ja, das wäre nett. Gucken wir mal. Du bist ja mein Retter immer. Ja. Guck dir das an. Ich glaube, ich kaufe mir lieber ein neues, ach, oder? Das können wir noch reparieren. Ja, meinst du? Ja, das ist die alte Stelle. Und ist die alte Stelle? Ja, ist der alte. Ich dachte, das wäre geleimt. Naja, wenn das geht, kannst du das machen und wenn nichts, kaufe ich mir ein neues und fertig. Ja, da gucken wir nochmal. Na, gut. Sollte mal hinkommen. Ja, okay. Eine Tortilla, dann geht das klar. Ja, genau. Wir wohnen jetzt hier über 25 Jahre zusammen und man sieht es ja, wir haben keinen Zaun. Jeder mäht beim nächsten Mal so ein bisschen mehr den Rasen mit und dann klappt das schon. Marilies hat ja einen grünen Daumen, sehen Sie ja hier.
Das ist also sensationell. Ne? Sie steckt ein Zweig in die Erde, wird ein Baum oder eine Blume. Ne? Als ich hierher kam, kannte ich keiner, die Garten hatte. Weil wir waren alle so in ein kleines Dorf. Die Garten waren außerhalb des Dorfes. Und das waren eigentlich mehr Gemüse und Blumen, aber nicht unbedingt wie hier irgendwie. Tudela de Duero heißt das Dorf, das sie verlassen hat. In Kastilien gibt es Ende der 50er Jahre außer in der Landwirtschaft wenig Arbeit und Perspektive für junge Leute. Maria Luisa Vasquez Sanz ist gerade fertig mit der Schule. Ein Mann aus Deutschland kommt in ihr Dorf und verspricht Arbeit. Und er hat Leute gebraucht, Frauen eigentlich. Und da habe ich mich beworben und ich war 18 und ich wollte aus dem Haus raus irgendwie. Also Deutschland, weil das war das Land, die Leute brauchte. Und dann haben sie uns einen Tag gesagt von der Anreise und da sind wir losgefahren. Maria Luisa fährt nicht allein. Drei Freundinnen aus dem Dorf begleiten sie in eine ungewisse Zukunft. Deutschland, 61, Kalter Krieg, Mauerbau und die Nazi-Vergangenheit. Mein Deutschlandbild war Krieg. Eigentlich nichts Gutes, sage ich mal. Aber zum Glück haben wir ganz was anderes hier gefunden und nicht unbedingt, ja. Also es war auch ein bisschen das Fremde, hat ein bisschen Angst gemacht. Ahmad Khalil ist aus Syrien in den Libanon geflohen. Ende Januar 2015 will er weiter nach Deutschland. In seiner Heimat ist nicht nur sein Leben in Gefahr. Es war sehr, sehr schlimm. Als die Terroristen kamen und es Kämpfe gab, sagte meine Tochter zu mir: Papa, ich will nicht sterben. Versteck mich. In diesem Moment habe ich mich entschieden, Syrien zu verlassen. So sieht es in seiner Heimat aus. In Damaskus, der Stadtteil Yarmouk. Seit Jahrzehnten ein Lager für Palästinenser. Hier hat Ahmad mit seiner Frau und den beiden Töchtern gelebt und als Lehrer gearbeitet. Inzwischen hat die Familie im Libanon Zuflucht gefunden, in Beirut, der Hauptstadt. Die vier leben in der engen Wohnung eines Onkels. Doch hier können sie nicht bleiben. Deshalb hat sich Ahmad um ein Visum für Deutschland beworben, als sogenannter Kontingentflüchtling. Kein Asylverfahren, sofortige Arbeitserlaubnis. Und er hat Glück. Die Familie erfährt, die deutsche Botschaft hat Ahmad das Visum ausgestellt. Er ist einer von 20.000 Kontingentflüchtlingen, die Deutschland aus humanitären Gründen aufnimmt. Er darf einreisen. Aber seine Frau und die beiden Töchter müssen vorerst im Libanon bleiben. Doch können sie wirklich nachkommen? Und wann? Die Familie ist besorgt. Er muss zuerst gehen und die Familienzusammenführung beantragen. Bis dahin können wir nur warten und hoffen, dass alles gut wird. Es wird sehr schwer hier für mich, allein mit den Kindern, denn er ist der einzige Verdiener. Bis zum 3. Mai muss Ahmad Khalil eingereist sein. Länger gilt das Visum nicht. Die Familie ist in Abschiedsstimmung. Schon bald muss Ahmad weg. Er hofft, dass seine Familie schnell nachkommen kann. Die Situation ist für alle belastend. Wenn die Kinder heute Feuerwerk oder Knaller draußen hören, bekommen sie Angst. Sie versuchen, sich irgendwo zu verstecken, zu verkriechen. So wie wir das auch im Lager gemacht haben. Ich wünsche mir, dass ich meine Familie an einen sicheren Ort bringen kann. An einen Ort, an dem meine Kinder auch Kinder sein können. Mein einziger Wunsch ist, bald wieder mit meinem Mann zusammen zu sein und mit meiner Familie in Sicherheit und Frieden zu leben, meinen Kindern Bildung zu ermöglichen. Ich möchte mit meiner Familie ohne Angst nach draußen gehen können. Ich will nichts anderes von diesem Leben als ein Zuhause für mich und meine Familie, in dem wir uns sicher fühlen können. Die letzten Stunden vor der Abreise. Ahmad ahnt nicht, dass die Trennung von seiner Familie härter sein wird als gedacht.
4000 Kilometer entfernt. Ein See in der Nähe von Flensburg. Zum ersten Mal will Ciriaque Loco heute versuchen, hier etwas zu fangen. Und sofort die Erinnerung an seine Ankunft in Deutschland vor 13 Jahren. Damals haben sie geangelt. Er und ein anderer Flüchtling. Das ist Katastrophe. Er hat nur einen Fisch gefangen und muss er wie Strafe 600 Euro bezahlen. Das heißt, alles, was man hier nicht weiß, muss man fragen, bevor man das macht. Sonst gibt es kein Entschuldigen oder Verzeichen. So. Dabei hatte sich Loco vorgestellt, hier als Fischer zu arbeiten. Sein Netz hat er mitgebracht aus dem Benin in Westafrika. Ich bin mit diesem Fisch nach Europa gekommen, 2002. Und das bleibt bei mir bis heute. Danke. Merci. Ein Fischernetz als Erinnerung an seine alte Heimat. Seine Frau hat beim Angelverein angefragt, ob er es einmal ausprobieren darf. Die gegenwärtige Flüchtlingskrise beschäftigt Loco, wühlt ihn auf. Männer, Frauen und Kinder, die hier ankommen mit nichts als ihrer Hoffnung. Manchmal möchte ich weinen, weil das wehtut. Und wie auch ich hier gekommen bin, ich weiß, das ist Katastrophe. Wir haben nur zwei Sachen im Kopf. Wir sterben oder wir überleben. Wir haben Fisch drin. Vor 11 Jahren hat er seine Frau Ulrike kennengelernt. An einer Ampel auf dem Weg zur Kirche. Dann haben wir uns 2 Wochen später wieder getroffen und hatten das Gefühl, wir beide, wir kennen uns schon immer. Das habe ich noch nie erlebt. Also es war ganz vertraut und sympathisch. Und ja, dann waren wir ziemlich schnell zusammen und haben auch versucht zu heiraten, aber das ging nicht so schnell. Was damals passierte? Raus aus Deutschland. Keine Aufenthaltsgenehmigung für Loco. Aber zurück nach Afrika? Undenkbar. Also Belgien? Ging nicht. Luxemburg? Ging nicht. Spanien? Ging nicht. Dabei hatten sie sich das so schön vorgestellt. Sie und er und ein Kind. Dass ich schwanger war, hat keinen interessiert. Also ich war schwanger ohne Mann praktisch die ganze Zeit. Und wäre mein Kind gestorben, hätte man wahrscheinlich gesagt, jetzt hast du kein deutsches Kind, da kannst du gleich wieder gehen. Wenn ich hier heute lebe, bis mein Tod, muss ich meiner Frau Ulrike danken. Ein paar Tage vor Ginas Geburt durfte er wieder einreisen und wegen seines deutschen Kindes bleiben. Heute Abend gibt es einen Fotovortrag über den Benin. Wie viele Leute kommen, weiß keiner. Loco, wie ihn alle nennen, kocht deshalb für 20 bis 70 Gäste. Beninisch. Das habe ich geguckt, habe ich gemacht mit meiner Mama zusammen und jetzt mache ich alleine. Und das macht Spaß. Ich schaffe das. Er war noch ein Baby, als ihm Gesichtsmarkierungen in die Haut geritzt wurden. Narben an Wange und Stirn. Kinder starren ihn deshalb manchmal an. Erste Frage ist das. Was hast du denn? Dann manchmal mache ich, man sagt, ich gebe auch lustige Antworten. Ich habe Probleme mit Tiger gehabt. Aber es gibt Leute, wenn die mit Respekt fragen. Dann erzählt Loco, dass sich die Wunden manchmal auch entzünden und Säuglinge daran sterben können. Afrikanische Klöße. Wir werden cool essen heute. Und deutsche Pünktlichkeit. Cool essen. Pünktlich sein ist überhaupt nicht afrikanisch, meint Loco. Aber er mag das. Lecker. Da ist er schon ein bisschen deutsch geworden. Eigentlich ist er eher norddeutsch geworden. Moin. Freunde von Ina. Das ist schön. Alles aus Wilsbiel? Ja. Nee, Middelbiel. Middelbiel. Das ist schön. Metropole. Ist schön. Tschüss oder auf Wiedersehen hier in Flensburg heißt Moin. Und morgen sagen wir Moin. In der Nacht sagen wir Moin. Hier, so leben wir in Flensburg. Er, seine Frau und einige Freunde haben einen Verein gegründet, um Locos Heimatdorf Dado zu helfen. Diese Frauen waren vor ein paar Monaten dort. Der Verein unterstützt den Bau von Brunnen und den einer Schule. Und Analphabeten sind ca. 60% insgesamt, aber Frauen sogar 75%.
Alltag in Benin, zum Beispiel Blechschüsseln. Das ist also gefühlt für mich so fast mit das wichtigste Utensil in Afrika. Da drinnen wird alles gemacht. Es werden Sachen transportiert, es wird gewaschen. Ich weiß nicht, was es noch alles ist. Verkaufsartikel, drapiert, genau. Wunderbar. Dann muss man das hier so tragen. Wasser ungefähr 7 oder 5 Kilometer hoch, bringst du das nach Hause. Wenn deine Mama sagt, geh, mach das, du nicht das gemacht hast, du kriegst doll Ärger. Taxifahren, Motorradtaxi, hat er auch gemacht in Benin. Und als Loco herkam, war das seine zweite Idee, was er arbeiten könnte, hier in Deutschland. Ja, bring dir gleich was. Das ist typisch Fufu, ja? Ein guter Abend. Fast wie ein Familienfest in Benin. Nur seine Verwandtschaft, 400 Leute, würde niemals in diesen Raum passen. Motorradtaxen gibt es nicht in Deutschland. Das ist ihm schnell klar geworden. Ich versuche, die Straße, wo die das genau liegt, in meinem Kopf zu speichern. Büffeln für einen deutschen Taxischein. Siriak Loco lebt von Hartz IV. Seine Frau hat nach der Geburt der beiden Kinder keine Arbeit mehr als Bürokauffrau gefunden. Wenn du nicht arbeitest, man denkt manchmal, dass du faul bist, obwohl du nicht faul bist. Flensburg auswendig lernen. Ist okay. Er mag die Stadt. Nur am Bahnhof fühlt sie sich nicht gut an. Immer wieder die Polizeikontrollen hier. Ausweise bitte. Hautfarbe macht verdächtig. So, wenn Normalkontrolle kommt, wenn ihr zum Beispiel 5 oder 10 oder 20 sind, Kontrolle kommt für alle, das kann mich nicht stören. Aber wenn wir vom Zug ausgestiegen sind, dann siehst du Polizei vorne, die kommen nur zu mir und sagen Kontrolle. Diese Kontrolle kann ich nicht verstehen. Immer die Afrikaner, immer die Afrikaner. Was haben wir getan? Die Zentrummoschee in Hamburg. Hier beten überwiegend türkische Muslime, auch Hakan Akoç. Bereits als Kind schickte ihn sein Vater in den Islamunterricht. Für viele ist es Hokuspokus, für mich nicht. Ich bin so groß geworden mit der Religion. Sie hilft mir eigentlich in allen Belangen. Also ich finde, ich habe jeden Morgen einen Grund, eigentlich aufzustehen. Mehr als nur Tradition. Das ist so eine Art Sinn des Lebens. Und ich brauche es einfach auch. Meine Eltern haben mich islamisch auch erzogen. Und ein bisschen was ist backen geblieben, würde ich sagen. Ja. Die Moschee, sagt Hakan, sei ein Ort, an dem er sich besonders türkisch fühlt. Bei der Feuerwehr dagegen fühlt er sich besonders deutsch. Und auch wenn es für Muslime Pflicht ist, 5-mal am Tag zu beten, lässt Hakan das während seines 24-Stunden-Dienstes bei der Feuerwehr bleiben. Er weiß, dass ihn auch seine Religion anders macht. Ich bete jetzt hier nicht, weil es ist schon für die allgemein schon so ein bisschen komisch, dass hier überhaupt Türken sind. Und dann esse ich hier auch kein Schweinefleisch, sage ich mal. Da sind sie auch schon manchmal so. Ne? Und ich glaube, es wäre für die gar nicht zu verstehen, wenn ich jetzt auch noch so ein konservativer Moslem wäre. Praktisch, also es wäre für die, glaube ich, würde sie überfordern, denke ich manchmal. Der ist ja nicht so, dass er hier jetzt auf dem Teppich hier sein Gebet macht oder sowas. Und das ist ja nicht so. Der benimmt sich ja, der ist ja in der gleichen Kultur halt, wie wir jetzt auch sind. Der benimmt sich ja nicht anders. Ne? Und von daher, ja. Wir tragen ja alle Uniform. Also letztendlich sind wir alle gleich. Also ich finde, also ich sehe da jetzt keinen ausländischen Mitbürger oder einen Deutschen. Also für mich ist er Feuerwehrkollege. Wie jeder andere auch. Außer betont er immer, dass er einen deutschen Pass hat. Also ist er ja ein Deutscher, ne? Sieht zwar nicht so aus, aber ist so. Der Speiseplan, viel Schweinefleisch,
deftig, deutsch. Hakan lässt das Mittagessen aus. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt hier mittags nicht mit isst. Ich sitze jetzt hier einfach nur mit, weil es die Gemeinschaft einfach fördert. Aber rein theoretisch könnte ich jetzt auch was anderes machen. Aber er macht nichts anderes, sondern hilft den Kollegen in der Küche. Hier fängt die Schikane schon an, beim Einfolieren der Wurst. Findest du das eklig? Nee, überhaupt nicht, weil ich damit, ich esse es ja nicht. Und ich esse es nicht und es ist, ich habe mich dran gewöhnt, sage ich mal so. Ne? Letztens hat einer hier Spanferkel ausgegeben, aber hatten wir hier ein ganzes Schwein in den Tagesraum gehabt. Ja, also das war schon ein bisschen eklig, ja. Das ist für ihn halt nicht, ne? Das ist koscher, ne? Ist nicht koscher, ne? Heute gibt es ja eh Schwein, ne? Ja. Genau, also Schwein esse ich ja sowieso nicht. Und auf koscher und so achte ich, also nicht koscher, halal sagen. Ich glaube, koscher ist bei den Juden, glaube ich, ne? Ja, ja. Aber so in der Richtung, genau, ne? Zum Einkaufen geht Hakan deshalb gerne in den türkischen Supermarkt. Am Abend will er mit Freunden grillen. Kein Schweinefleisch, sondern Rinderfilets. Für Hakan müssen die unbedingt halal sein. Nach dem islamischen Gebrauch würdest du erstmal ein Gebet sprechen für das Tier, dass du es im Namen Gottes praktisch geschaffen hast, dass du dafür dankbar bist. Und dafür sprichst du auf Arabisch ein Gebet. Und dann wird es im Islam halt dann in die Kehle durchgeschnitten, die Hauptschlagader. Und dann sollte das Blut wieder zurück in die Erde fließen. Dann ist es sozusagen genehmigt. Ja. Überall, die wollen sie mal 10 Cent haben, die Typen. Ein Einkauf hier gibt Hakan das Gefühl, seinen Wurzeln nahe zu sein. Vielleicht so etwas wie seiner inneren Heimat. Letztes Kofferpacken in Beirut. In 6 Stunden geht der Flug. Ahmad kommt nach Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Was braucht er für sein Leben dort? Was erwartet ihn? Die Stimmung ist gedrückt. Um nachzukommen, muss Rula einen Termin bei der deutschen Botschaft in Beirut bekommen. Das kann dauern. Bis dahin lebt sie ohne verdienenden Ehemann mit den Töchtern zu Gast in der Wohnung des Onkels. Der Onkel verspricht, es wird so, als wärest du immer da. Mach dir keine Sorgen. Ruf bitte an, wenn du da bist. Ruf bitte an. Abflug morgens um 3. Ahmad wird nie mehr wieder in den Libanon hineinkommen. Wer als Flüchtling ausreist, bleibt draußen. Sein Risiko. Die Einreise in Deutschland. Mit dem seltenen Flüchtlingsvisum kein Problem. Da hat er es leichter als die 100.000 anderen Flüchtlinge, die über das Meer oder den Landweg kommen. Trotzdem wartet auch auf ihn ein völlig fremdes Land mit seinen eigenen Regeln. Herzlich willkommen. Seine neue Aussicht. Ahmad Khalil ist in einer Wohnung in Ludwigslust. Er vermisst seine Frau und die Töchter, hofft, dass sie bald nachkommen können. One month, two months, I don't know. In einem Monat oder zwei, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass es nicht lange dauern wird. Ich wünsche mir, dass wir nicht so lange getrennt sein werden. Doch seine Hoffnung erfüllt sich nicht. Woche für Woche vergeht. Das Warten belastet. Und Ahmad erfährt, dass er nicht richtig informiert war. Als Kontingentflüchtling kann er seine Familie überhaupt nicht nachkommen lassen. Ein Schock. Aber es gibt einen anderen Weg. Ahmad muss seinen sicheren Aufenthaltsstatus aufgeben und dann Asyl beantragen.
Dafür muss er nach Horst bei Beutzenburg an der Elbe. Die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber. Es ist ein großer Schritt. Ahmad Khalil verzichtet jetzt auf seinen Status. Er hätte 3 Jahre in Deutschland bleiben dürfen. Jetzt, als Asylbewerber, ist es erst einmal nur eins. Und er darf zunächst nicht arbeiten. Doch die Mitarbeiter machen ihm Hoffnung, dass er seine Familie bald nachholen kann. Wenn der Antrag durch ist, gibt es hoffentlich das Visum für Rula und die Kinder. Hakan Akoc besitzt seit 10 Jahren einen deutschen Pass. Mit 23 ließ er sich einbürgern, auch auf Druck seines Vaters. Der türkische Staat hätte ihn sonst zum Wehrdienst einziehen können. Hier im Norden Hamburgs besitzt Hakans Mutter einen Kleingarten. Heute wird gegrillt, mit Freunden und Familie. Auf dem Grill das Fleisch aus dem türkischen Supermarkt. Halal, also nach muslimischem Brauch geschlachtet. Hakan legt großen Wert darauf. Seine deutsch-türkischen Freunde dagegen nicht. Es ist natürlich manchmal blöd, wenn wir zusammen was essen gehen wollen. Und dann wollen die vielleicht mal jetzt so Burger King oder so, oder keine Ahnung, so als Beispiel. Und dann muss man halt gucken, dass man da irgendwie vielleicht vegetarisch ist oder so. Also meine persönliche Meinung ist, dass man in der Gesellschaft, ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber schneller akzeptiert wird, wenn man Sachen macht, die einfach deutsche Freunde auch machen. Zum Beispiel Halal-Fleisch, also nicht Halal-Fleisch essen. Oder mit den Jungs einfach mal zu McDonald's gehen, essen Burger King. Und Hakan verzichtet auf sowas. Und meine persönliche Meinung ist, aufgrund der, also für die Integration ist das nicht gerade förderlich. Ist das Integration oder eher Anpassung? Eine schwierige Frage. Dabei ist Hakan durch und durch Hamburger. Seine Sprache ist Deutsch. Mit seiner Mutter spricht er Türkisch. Wie gut kann Hakan Türkisch? Bisher so schlecht, nicht so perfekt. Weil meine Kinder so 3 Jahre alt war, immer so im Kindergarten gegangen. Muttersprache ist Deutsch. Und dann meine Sprache ist Türkisch. Für mich ist es sehr schwer geworden, Deutsch zu lernen. Ist okay. Ja. Ich mache das eine türkische Kaffee. Fatma Akoc kam mit 20 nach Deutschland. Sie hat ihren türkischen Pass behalten. Und im Gegensatz zu ihr kennen die anderen die Türkei nur aus dem Urlaub. Hakan war vor 3 Jahren da. Es ist auch nicht einfach. Manchmal fühlt man sich doch schon wieder so als Deutscher, als Ausländer da. Aber irgendwo denkt man auch, das ist eigentlich meine Heimat auch. So. Wenn mich jemand in der Türkei fragt, wo ist deine Heimat? Dann sage ich Hamburg. Hamburg ist meine Heimat. Ja, ich sage auch immer, Hamburg ist meine Heimat. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich auch wohl in der zweiten Heimat Türkei. Auf jeden Fall. Also ich könnte dort aber nicht leben, bin ich ganz ehrlich. Also wenn man mir sagen würde, Türkei leben, keine Chance. Ich würde vielleicht pendeln, ja, aber nicht leben. Mhm. Man vermisst das kühle Hamburg schon irgendwann. Die deutsche Ordnung vor allem. Nach deutsche Ordnung, genau. Die deutsche Ordnung. Für Hakan und seine Freunde nicht nur ein Klischee. Wenn Maria Luisa heute durch Basinghausen geht, ein Ort am Deister mit 3000 Einwohnern, kommt sie nicht weit. Unterwegs mit den beiden? Muss ich ja mit den beiden. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Na? Sie hat sich in den vergangenen 54 Jahren immer wieder bemüht, dazuzugehören. Dankeschön. Die ersten paar Jahre, bis wir einigermaßen Deutsch konnten, war ein bisschen fremd alles. Ja, die Kommunikation, die Verständigung, die Kultur war doch ein bisschen unterschiedlich. Die Mentalität, die Gebräuche, das war manchmal nicht so einfach. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Bis schön. Ja, ich gucke mal. Ich bin halt diese Woche leider. Heute nicht. Nee, heute nicht. Ja, leider. So. 1961. Als Maria Luisa mit ihren Freundinnen in Basinghausen ankommt, werden sie in der Keksfabrik Balsen schon erwartet. In Deutschland herrscht Vollbeschäftigung. Die Arbeit ist kaum zu schaffen. Balsen engagiert die Spanierinnen für 1 Jahr. Maria Luisa arbeitet mit 800 anderen im Akkord in 3 Schichten.
Die Arbeitsbedingungen waren streng, aber es war in Ordnung. Also wir waren viel mit spanischen Frauen, aber ich hatte das Glück, dass auch einige Deutsche dabei waren. Und eine Zeit lang habe ich nur mit zwei Deutschen gearbeitet und habe ich jeden Tag jede Menge Vokabel gelernt, auch wenn das nicht passte, Nase, Augen und Finger und Hand. Und dann habe ich ein bisschen Grammatik gelernt. Sogar Sprachkurse bietet die Firma damals an. Esto, was ist das? ¿Qué es esto? Was ist das? Vorbildliche Integrationsbemühungen, würde man heute sagen. Als einige Frauen wegen Heimweh zurück wollen, bietet die Firma auch noch spanische Küche an. In den 60er Jahren wird dies jedoch weniger als Integrationshilfe verstanden. Es geht vielmehr darum, dass die Arbeit reibungslos läuft. Die Deutschen erfinden das Wort Gastarbeiter. Meine Meinung war damals ein bisschen diskriminierend. Gastarbeiter, das war ein erfundenes Wort und das war irgendwie, ja, die sind hier für eine Weile und dann sollen sie verschwinden, hatte ich das Gefühl. Wenn man das übersetzt auf Spanisch, das ist ja ein Invitado. Aber wir haben uns oft nicht gefühlt als Gäste. In einem Wohnheim direkt neben dem Werk bleiben Maria Luisa und die spanischen Arbeiterinnen unter sich. Sie teilt ein Zimmer mit drei Frauen. Heimatgefühl, aber keine Integration. Das war alles so spanisch und ich wollte merken, dass ich in Deutschland bin und ich wollte auch die Sprache ein bisschen. Und wenn du nur mit spanischen Leuten arbeitest, dann lebst du nur mit spanischen Leuten. Dann hast du nur Kontakt mit, dann hast du keine Möglichkeit zu merken richtig, dass du in Deutschland bist. Das Ankommen in Deutschland, in der Fremde, versucht Maria Luisa heute anderen zu erleichtern. Seit Jahren engagiert sie sich für Migranten, Asylsuchende und jetzt für Flüchtlinge. Sie hat im Integrationsbeirat der Stadt mitgearbeitet. Pizza oder so ein paar, oder? Riecht aber gut. Hast du gemacht? Schön. Hier beim internationalen Frauenfrühstück versuchen deutsche Frauen mit Frauen aus anderen Ländern ins Gespräch zu kommen. Heute trifft Maria Luisa auf eine 18-jährige Iranerin, die genauso alt ist wie sie damals. Und wie findest du hier in Deutschland überhaupt? Also schön allgemein, aber manchmal gibt es ein paar Probleme, aber es ist schön. Es braucht nur Zeit. Über was sind die Probleme? Sprache, ja. Und die Kulturen sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja. Und man vermisst auch das Land und ja, die Familie. Ja, genau. Und das Essen manchmal auch. Ja, genau. Ja. Ja, so ist das aber. Also so ist das Leben. Komm ihn mal anders, als man plant oder als man denkt oder als man will. Wie alt wart ihr da? Ich war da 19, 20. Das ist Oma Lita. Mhm. Da. Schick, ne? Ja, toll, ne? Im Badeanzug. Ja, so, jetzt. Spielen bei Oma Lita im Garten. Maria Luisa Kneling hat drei Töchter und ist fünffache Oma. Seit 15 Jahren lebt sie von ihrem Mann getrennt. Heute ist ihre jüngste Tochter Andrea aus Hannover zu Besuch mit ihren drei Kindern. Dadurch, dass wir halt auch nicht wirklich so spanisch aussehen, hat sich für uns eben eher die Frage gestellt, was ist an uns anders? Und ich kann mich erinnern, dass wir das eigentlich auch cool fanden und den Eindruck hatten, dass das voll langweilig ist, irgendwie nicht zu Hause auch Spanisch zu essen und Spanisch zu sprechen oder irgendwelche anderen Einflüsse zu haben und irgendwie keine Verwandten im Ausland. Also das ist ja einfach das, wie man das kennenlernt von klein auf, so ist es normal und eher dann nach und nach festzustellen, was ist der Unterschied und so. Und irgendein Gefühl von, dass wir integriert werden müssten oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Schwestern das gehabt hätten und ich eigentlich auch nicht. Für die Töchter ist Integration also schon kein Thema mehr. Sie wachsen zweisprachig auf, haben die Möglichkeit zu studieren. Maria Luisa hingegen muss sich damals die Integration erkämpfen. Sie verlässt die heimelige spanische Welt im Wohnheim und sucht sich ein möbliertes Zimmer bei einer deutschen Familie.
Jetzt lernt sie auch Deutsche kennen, besucht Sprachkurse. Dann verliebt sie sich und heiratet schließlich den Kfz-Mechaniker Hans-Peter aus Basinghausen. Vorher wollte ich auch nur ein paar Jahre bleiben. Ja, und dann ist ja klar, wenn man eine Familie hat, dann macht man das mehr oder weniger, was der Mann gerade macht, sage ich mal. Oder damals hat man das so mehr gemacht. Und das, ich wollte ja auch nicht unbedingt hundertprozentig wieder nach Spanien. In Urlaub schon, aber nicht für immer. Und heute würde ich auch schwer haben, mich da an die ganze Lebensart zu gewöhnen. Aber etwas Spanisch darf es doch noch zugehen. Montags trifft sie sich mit ihren spanischen Freundinnen. Alle Frauen haben hier in Basinghausen gearbeitet und sind hier geblieben. Genau wie Maria Luisa. Sie besitzen die spanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Das Gefühl, dass ich nicht nur mit Deutschen zu tun habe, das brauche ich auch. Ja, ein bisschen von der Heimat. Irgendwann, irgendwie habe ich mich doch gefragt, was wäre aus meinem Leben gewesen, wenn ich in Spanien geblieben wäre. Aber natürlich bin ich stolz auf das, was ich hier erreicht habe. Und die Leute haben uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir auch gute Menschen sind, sage ich mal so. Ortskundeprüfung für den Taxischein. Die Stadt hat 648 Straßen. Als ich hier in Flensburg gekommen bin, bin ich viel unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Von da habe ich schon angefangen, die Straßen zu lernen. Und als ich diese Prüfung habe, dann habe ich einen Stadtplan gekauft und viel gelernt. Der Kopf ist fast voll. Oh. Moin, Herr Preuß. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Es kommen natürlich auch Sackgassen vor. Was heißt Sackgasse? Sackgasse heißt, da können Sie nur wieder wenden und müssen wieder raus. Verstehen Sie? Ja. Dann würde ich ganz gern wissen von Ihnen, wo finden wir den wasserlosen Weg? Wasserlosen Weg liegt zwischen Schottweg und Osterallee. Ja. Der Zeisighof. Zeisighof? Kenne ich nicht. Mhm. Die Lilienthalstraße. Lilienthalstraße in Weiche. Lilienthalstraße fängt genau mit Westerallee und endet mit Ossenweg. Ganz genau. So, Herr Loco. Ja, das war gut. Sie haben die Prüfung bestanden. Wunderbar. Okay. Ich habe Ihren Personenbeförderungsschein schon vorbereitet. Da können Sie sehen, dass Sie die Ortskundeprüfung bestanden haben. 20 Fragen, nur ein Fehler. Merci, bye. Ciao. Meine Frau ist total begeistert, dass ich das geschafft habe. Der Handewitter Sommerlauf. Lokos Job, anfeuern. Natürlich in afrikanischen Kleidern. Deutsch aussehen, das kann und will er gar nicht. Ich mag sowieso diese Farbe. Wenn du genervt bist, du bist total gestresst, das bleibt so. Aber bei weißen Menschen, man merkt, dass man wird total rot. Aber wir bleiben immer, wie wir sind. Das ist etwas anders. Seine Tochter Gina nennt ihre Hautfarbe gemischt. In der Schule ist es manchmal schwer. Die haben mich beleidigt. Soll ich sagen? Die haben Nigger zu mir gesagt. Und was sagt sie denen dann? Dass sie dumm sind. Siriak Loco hat Arbeit gefunden. Seit 3 Wochen fährt er Taxi. Es ist gut, Geld zu verdienen. Einen Teil davon schickt er nach Afrika. Viele seiner Verwandten hoffen auf ihn, auf Loco, der in Deutschland lebt. Ich selber, als ich in Afrika war, ich habe gedacht, hier ist wie Paradies. Aber das ist kein Paradies. Hier, wenn du selber nicht kämpfst, hast du ein Problem. Loco hat gekämpft. Und Flensburg ist sein Zuhause geworden.
Irgendwann möchte ich nach Benin. Irgendwann. Ich plane schon, aber langsam. Wenn ich alleine irgendwo bin, dann mein Gedanke ist auch schon da. 29. Juli, Flughafen Berlin-Schönefeld. Ahmad Khalil will seine Familie abholen. Wenn alles gut gegangen ist, ist sie gerade mit Flug ST-6003 aus Beirut gelandet. Und wirklich, sie haben es geschafft. Judy? Ahmads Ehefrau Rula und seine Töchter, die 8-jährige Judy und die 6-jährige Sadil. In den Koffern alles, was vom früheren Haus stand, übrig geblieben ist. Seit 5 Monaten haben sie sich nicht mehr gesehen. Judy hatte sich zuletzt sogar geweigert, mit dem Vater zu telefonieren, weil der ins ferne Deutschland gegangen war. Jetzt ist alles wieder gut. Die Familie fährt an den Ort, der von nun an ihre Heimat sein soll. Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Vor ein paar Monaten wussten die 4 noch nicht, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Und jetzt soll das ihr Zuhause werden. Ahmad hat mit Hilfe der Behörden eine Wohnung gefunden und in den letzten Tagen alles vorbereitet. In einem sanierten Plattenbau. It's very nice. Es ist sehr schön. Aber ich bin so müde. Sehr schön, sehr hübsch. In 4 Wochen beginnt für Sadil und Judy die Grundschule. Und die Eltern dürfen dann im Deutschkurs die Schulbank drücken. Sie haben viel vor. Ich wünsche mir, dass wir ein neues Leben starten. Ein gutes Leben. Vielleicht. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Vor 40 Jahren haben seine Eltern auch so angefangen wie Ahmad und Rula. Heute hat Hakan Akoç einen Einsatz im Hamburger Osten. Eine Unfallstelle muss geräumt werden. Der Fahrer eines Mercedes ist in einen stehenden LKW gerast. Sanitäter haben den Verletzten versorgt. Jetzt muss das kaputte Auto von der Straße. Den Anfang macht der Rüstwagen und dann muss Hakan ran. Ich muss aufpassen wegen dem Blut und so. Also, warum haben Sie Hakan gerade gerufen? Weil er so ein spezielles Auto ausfährt. Ein modernen Mercedes. Und das ist so modern. Und die Automatik hat eben eine elektronische Ansteuerung. Und das, So, ich mach schon mal Zündschlüssel an. Wollt ihr mal starten eventuell? Ich guck mal weiter. Läuft. Der läuft. Warte mal kurz. Hakan bringt den ramponierten Wagen tatsächlich wieder zum Laufen. Schließlich fährt er ein ähnliches Modell. Jenen Wagen, den die Kollegen gern mal als Türkenmobil bezeichnen. Okay, so lass mich. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, weil der ist ein ganz kleines Stück anders. Fenster hoch, Scheibe. Das muss alles jetzt auf Null. Ich habe die Handbremse nicht angezogen, nur auf P, falls sie den mal wegziehen wollen. Das ist dieselbe Problematik. Ja. Das ist ein deutscher Kollege. Was willst du denn? Ja, das ist ein deutscher Kollege. Was willst du hören? Wir haben ja auch Kollegen mit russischstämmigen Hintergrund hier vorne. Alles gut. So ist doch Deutschland. Ja. Hakan mag Deutschland am liebsten, wenn er sich nicht erklären muss. Deutscher sein kann und irgendwie auch Türke. Richtige Hamburger. Und einfach so dazugehört. Hamburg bedeutet für mich Heimat, da ich hier geboren und aufgewachsen bin. Und wenn du mal länger weg gewesen bist im Urlaub oder so, wenn du hierher kommst, fühlst du dich eigentlich gleich wieder zu Hause, als ob man dir so eine warme Decke um die Schultern legen würde.